Warum legst du dein Handy da dran? Damit die Decke nicht zugeht. Weil ich euch direkt zeigen will, was wir heute testen. Und zwar testen wir heute die Hellgums. Wir müssen zugeben, wir haben die schon verdammt lange. Wir haben die am Tag, ich habe die am Tag der Veröffentlichung gekauft. Wir sind bis heute nicht dazu gekommen, ein Video zu machen. Aber jetzt. Ja. Weil wir sie endlich mal probieren wollen. Wir haben sie die ganze Zeit nicht gegessen. Wir kennen sie nämlich noch beide nicht, weil wir sie extra nicht gegessen haben. Wenn die jetzt geil sind, trete ich mich im Arsch. Naja, jetzt kann ich meine Hände nicht weglegen. Jetzt können wir die Deckel nämlich wieder zumachen. Denn wir können ja nicht alle auf einmal testen. Wir fangen nämlich an mit der Sorte Melone. Hat einen bestimmten Namen. Watermelon. Also Wassermelone. Ja. Ja, dann gibt man. Dann würde ich mal sagen, tun wir uns mal die Wassermelone rein. Kennt ihr diese Kaugummis, die wirklich so aussehen wie eine Wassermelone? So schmecken die. Für meinen Geschmack könnte die ein bisschen größer sein. Das stimmt. Ein bisschen größer. Und ein bisschen, weiß nicht, man hat irgendwie kaum was im Mund. Das stimmt. Man beißt so ein bisschen manchmal auch ins Leere, ne? Ja. Das ist der Kritikpunkt, den ich habe. Der Geschmack ist aber gut. Ist aber eine 8. Ja, ich auch. Okay. Also das war auf jeden Fall die Sorte Watermelon. Jetzt machen wir weiter mit Hellgum Nummer 2. Spearmint. Pfefferminz. Boah. Schmeckt wirklich nach Zahn. Die hauen rein. Hey, geht. Boah, wenn du vorher Mundgeruch hattest, hast du den jetzt nicht mehr. Boah. Bei mir brennt der Mund jetzt. Und das darf dann. Von mir hat es eine 6. Von der Note her vielleicht, aber nicht von der Zahl her. Bei mir gibt es eine 5. Nee, bei mir von der Zahl. Ja, bei mir auch. Weiter geht's in der Verlosung, hoffentlich jetzt ein bisschen besser mit Orange? Tropical. In der orangenen Dose. Hier dran. Im schönen Mixed Orange. Erstmal kriegt man so einen süßen Kick. Und jetzt einen sauren Kick. Aber gut getimt. Ja, ich meine. Es erinnert mich an meinen Energy. Den ich immer trinken kann. Stimmt. Und deswegen finde ich es geil. Nee, das ist nicht meins. Nur. Ich will es besser bewerten wie mit dem Watermelon, deswegen eine 9. Ich gebe es eine 9. Nee, von mir gibt es eine 3. Boah, du bewertest aber auch gleich immer so krass. Nee, mir schmeckt es nicht. Ja, das stimmt. Hey Moritz, wenn du das Video siehst, halte dich nächstes Mal an unsere Ideen. Vielleicht bringst du ja auch nochmal neue raus. Ja, dann testen wir auf jeden Fall nochmal. Wir würden uns freuen, wenn du uns einen Testbox schickst. Ja. Mach mal, hau mal raus, Moritz. Du hast auf jeden Fall unsere Story damals gesehen, als wir die gekauft haben. Wir schicken es dir auch, das Video. Vielleicht siehst du es ja. Wäre cool. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Aber. Ich würde sagen, das war's vom Hellgum-Test. Wir haben ihn aufgenommen. Ja. Ja! Danke fürs Zuschauen. Dankeschön. Und Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Liken, abonnieren sowieso, aber das habt ihr ja wahrscheinlich schon. Und einen Kommentar schreiben. Auf jeden Fall schreibt uns mal rein, wenn ihr die schon gegessen habt, schon getestet habt. Ja. Wie euch die geschmeckt haben. Und ja, dann würde ich sagen,